Wir angeln heute mit Köderfisch und zwar auf Zander. Wir angeln heute an einem aktiven Baggersee, also auf Stillwasserzander, mit dem Köderfisch. Und wenn ich mit dem Köderfisch angle, muss ich mir meinen Platz, wo ich fische, ganz genau aussuchen. Das heißt, ich muss wissen, wo der Fisch vorbeikommt. Das ist jahreszeitenabhängig und auch tageszeitenabhängig, auf jeden Fall. Der Zander ist ja nachtaktiv, ein ausgesprochener Nachträuber. Und wenn ich das weiß, weiß ich ja, wo ich ihn dran bekomme. Er ist am Tag passiv, liegt am Grund ab. Und nachts drängt er die Fischchen gegen das hier steil abfallende Ufer und manchmal bis fast vor die Füße. Ich kann also fast hinspucken, da wo die Zander entlang ziehen. Und genauso dicht unter Land platziere ich jetzt auch meine Montagen mit den Köderfischchen und hoffe, dass ich, wenn sie hier vorbeikommen, den einen oder anderen für euch ja zu fassen kriege. Ich zeige euch heute zwei verschiedene Montagemöglichkeiten, die ich auf Zander besonders gern verwende. Zum einen hier die normale Posenmontage. Dabei ist es wichtig, mir zumindest sehr wichtig, dass ich eine sehr leichte Pose verwende. 3 bis 5 Gramm sind in der Regel völlig ausreichend im Stillwasser. Und sie muss schlank sein, das ist ganz wichtig. Ich brauche eine schlanke Pose, die dem Zander kaum Widerstand gibt, wenn er mit dem Köderfischchen abziehen will. Durchlaufpose kennt ihr ja sicherlich. Blei, Perle, Wirbel und fertig ist das. Ein Vorfach drauf. Ich benutze auch als Schnur Monoschnur. In dem Fall ist es hier eine 28er. Hauptschnur und das Vorfach ist eine 0,26er. Wenn euch das was sagt, Shimano Technium, das ist so eine gummierte Schnur, die ist sehr weich und auch besonders als Vorfachmaterial sehr gut geeignet fürs Zanderangeln, weil er da kaum Scheu hat. Das Material ist sehr weich und da habe ich meiner Meinung nach jetzt weniger Fehlbisse. So, wie packe ich jetzt das Fischchen an die Einzelhaken-Montage? Ich fische zwei verschiedene Montagen, habe ich gesagt. Die erste Einzelhaken. Ganz einfach. Zu den Köderfischen ganz kurz. Beuteschema Zander, ne? Kleine Rotaugen, aber jetzt Kaulbarsche verwendet, Plötzen, kleine Barsche oder Uckeleis oder Lauben, also Uckeleis, Lauben ist ja das gleiche, ist eigentlich wurscht. Hauptsache, es kommt in Mengen im Gewässer vor, der Zander kennt es, ne? Er hat sich darauf spezialisiert, das ist sein Beuteschema und dann fluppt das Ganze schon. So, mit der Ködernadel habe ich zwei Möglichkeiten, den Einzelhaken anzubringen. Entweder ich gehe hier durch den Rücken und lasse die Hakenspitze hier abstehen oder ich gehe durchs Maul. Das mache ich jetzt mal. Muss ich mir den Weg suchen, unter der Haut entlang. Ja, da guckt sie. Also immer schön unter der Haut entlang und auf der anderen Seite aus dem Schwänzchen wieder durch. Wunderbare Sache. Durchfädeln. Das Vorfach jetzt hinten einhängen. Bitte auch eine richtige Ködernadel nehmen, die auch diesen Einhänger hat, sonst reiße ich nämlich mit dem Haken mir das ganze Fischchen auseinander. So, und jetzt lasse ich das Fischchen einfach runterrutschen. Boing. Einzelhaken jetzt schön ein bisschen nachschieben, ein bisschen anpassen. So, jetzt hängt er hier an der Seite. Ich kann ihn auch noch ein bisschen anlegen. Wenn die Zander jetzt besonders vorsichtig sind, gerade in Gewässern, wo viel Angeldruck herrscht, ist das immer von Vorteil. Und damit das Fischchen auch gerade bleibt und sich nicht rumzieht jetzt hier vorne, ein kleiner Trick noch von mir. Eine Schlaufe legen. Wenn sie denn hält. Ein bisschen größer machen, nicht so geiziger Hähne. So. Zusammenziehen. Und dann bleibt das Fischchen jetzt immer auch bei einem Gewaltwurf, wenn ich jetzt auf Distanz kommen muss, bleibt das wirklich gestreckt und der Haken bleibt so sitzen, wie ich ihn haben wollte. Und das ist perfekt. Bei der Schlaufe um das Schwänzchen vom Fischchen, was ich drum mache, nehmt das nicht sehr ernst und macht bitte keinen Knoten. Also wirklich nur eine Schlaufe, die es beim Anhieb oder im Drill dann sofort wieder gerade zieht. Das ist nur zum Ausbringen der Montage, dass das Fischchen auch gerade bleibt. Nicht mehr und nicht weniger. Der große Vorteil ist, wenn ich das jetzt auffädel auf das Vorfach, wenn der Zander das Fischchen jetzt packt, hier irgendwie jetzt wegnimmt, ist der große Vorteil, er kriegt das Vorfach nicht zu fassen. Das heißt, er hat jetzt nur das Fischchen jetzt hier und kriegt von dem Vorfach hier überhaupt nichts mit. Und das ist eine Montage, wo er auch wirklich kaum irgendwas zu spüren bekommt, weil ja auch der harte Haken vorne im harten Kopfbereich des Fischchens sitzt. Das ist sowieso hart davon, wegen dem Knorpel, Knochen, wie auch immer. Und wenn davon der Haken sitzt, ist das auf alle Fälle für den Zander viel, viel unauffälliger und er schluckt ihn mit viel weniger Argwohn ab, als wenn ich jetzt einen riesigen Drilling hier hinten reinklonke in den Rücken und wenn er den bei Abschlucken auf diesem Metall herumbeißen muss. Nicht gut,
das ist wirklich perfekt erprobt und hat schon für viele Einträge im Fangbuch gesorgt. Ich habe jetzt ungefähr 3 Meter Wassertiefe eingestellt. Mit dem Vorfach sind es ungefähr 3,80 Meter, vielleicht 4 Meter. Und ich habe die Stelle vorher, wo ich es hinstellen möchte, an der Kante so austariert, dass ungefähr die Hälfte des Vorfachs auf dem Grund liegt. Und warum das so wichtig ist, das erzähle ich bei der Beköderung der anderen Route. Und jetzt brauche ich den eigentlich gar nicht weit auswerfen. Hier geht es ja sehr tief runter. Ich pendel also die Pose jetzt nur ein paar Meter, die ich vorher ausgelotet habe, eben an dem Punkt und lasse durchlaufen bis zum Gummistopper. Da müsste es ja eigentlich stehen, weil das Blei ja schwebt. Und das Fischchen liegt auf dem Grund, das ist wichtig. Also Posenmontage bedeutet nicht, dass das Fischchen jetzt im Mittelwasser herumtreibt. Nein, ich bekomme den Zander schon am Grund zu fassen. Ich stelle ihm bloß eine Pose über den Kopf. Mehr ist es nicht. So, perfekt. Ganz wichtig ist, wenn ich jetzt einen Biss bekomme, der Zander muss widerstandslos abziehen können. Ganz wichtig. Deswegen mache ich den Bügel einfach auf. Besser, einfacher geht es ja nicht. Aber wenn ich jetzt Seitenwind habe oder doch ein bisschen Strömung haben sollte, sogar im Stillwasser, dann nehme ich einfach ein Gummibändchen, packe das mir hier an den Griff ran, knote das an und mache mit der Hauptschnur eine kleine Schlaufe und die packe ich hier drunter. So im letzten bisschen, dass er gerade so gehalten wird, dass Wind oder leichte Strömung das nicht rausziehen kann. Und damit ich keinen riesen Schnurbogen jetzt am Ufer entlang treiben habe, den ich nicht haben will. Sondern der Zander zieht die Hauptschnur aus dem Gummibändchen raus, wenn er abzieht. Oder wenn ich sehe, wie der die Pose abtaucht, kann ich auch selber das rausfluppen. Und dann wickelt schön die Schnur von der offenen Rolle runter. Bügel geöffnet mit dem Freilauf. Meiner Meinung nach ist das Käse, weil das immer auf Zug abgezogen wird. Immer auf eine Art Widerstand, der sich aufbaut. Und wenn ihr argwöhnische Zander habt oder schlechte Beißverhältnisse oder wie auch immer, dann werdet ihr Fehlbisse bekommen, weil der Zander den gepackten Köderfisch einfach wieder auswürfelt und sagt, nee, das mache ich nicht, verarschen lasse ich mich ja nicht. Also Bügel auf, locker abziehen lassen und dann bekommt ihr auch eure Bisse. Zur zweiten Montage. Die lege ich komplett auf Grund, also als Grundrute gemacht. Aber da nehme ich kein schweres Blei, sondern einen sinkenden Spirulino. Dieses Teil ist unter Wasser so gut wie schwerelos. Ich habe hier einen halbsinkenden, 15 Gramm, könnt auch schwerere nehmen. Ich muss ja nicht so weit raus jetzt hier, sondern ich lege bloß die Montage über die Kante. Wenn der Spiro auf Grund liegt, hat er ja kaum Widerstand. Da ist ja durchlaufend, also der Zander kann ja das Köderfischchen mitnehmen, wie bei einer Durchlaufgrundmontage auch. Aber der Riesenvorteil ist, wenn der Spiro auf Grund liegt und der Zander jetzt seitlich abzieht, bleibt die Montage nicht starr liegen, wie das bei dem Grundblei der Fall ist, sondern der Spiro rollt sich einfach in die Richtung und folgt dem Zug des Zanders. Wie schwerelos, wie eine Pose. Selbst wenn auch mal die Hauptschnur verstopft sein sollte, wenn der Kraut dran sein sollte und es lässt sich nicht durchziehen, geht der Zander nicht mit dem Widerstand gegen das Blei, gegen das Grundblei, was auf dem Grund liegt, sondern der Spiro setzt sich einfach in Bewegung, weil er so leicht ist und er zieht ihn wie eine Pose hinterher und hat damit kein Problem. Und er folgt rollend dem Zug des Zanders in jede Richtung, in die er abzieht. Und das ist perfekt. Ich lege ja die Montage geradeaus über die Kante und meistens ziehen sie ja seitlich ab zu irgendeiner Richtung. Und dann folgt das Büro einfach dem Zug des Zanders und er spürt keinen Widerstand, wenn gleichzeitig die Schnur von der offenen Rolle läuft. Mein Geheimtipp in stark befischten Gewässern. Jetzt zum Montieren der zweiten Route. Ihr seht ja, toter Köderfisch steht ja außer Frage. Ja, aber für die, die vielleicht glauben, dass man, wenn das Fischchen doch noch ein bisschen zappelt, mehr Zanderbisse bekommt, dem ist meiner Meinung nach überhaupt nicht so, da der Zander das doch als sehr leichte Beute empfindet und ganz und gar nicht wie ein Hecht, der nur auf Sicht jetzt aus ist und räubert. Beim Zander als selektiver Räuber wiederum ganz anders, deswegen werdet ihr mit dem toten Köderfisch sicherlich sehr gute Erfolge erzielen und wenn nicht sogar besser als die mit dem agilen, oder? Ein bisschen noch zerbinden. Also, und den fädel ich jetzt hier auf einen Blitzhaken auf. Blitzhaken, das ist so ein W-förmiger Haken, der unter die Haut gezogen wird. Und da packe ich das Köderfischchen ganz anders an. Steche ich jetzt hier nach dem Kiemendeckel ein, gehe wieder unter der Haut entlang. Na komm. Hinten durch. Vorfachschlaufe vorne in die Öse rein, der Ködernadel. Rumklappen, durchziehen, Körnadel ausklinken
runterrutschen lassen. Und jetzt den kleinen Blitzhaken, den gibt es in verschiedensten Größen, hier unter die Haut schieben. Perfekt. Der Zander spürt das ja gar nicht. Das rutscht einfach mit runter. Er nimmt den dann wieder kopfseitig. Das rutscht einfach mit runter, aber er bekommt ihn nicht wieder raus. Ja, also habt ihr damit kaum Fehlbisse. Und ich muss aber dazu sagen, das ist ein Haken, der sich auch sehr schlecht lösen lässt, wenn er einmal richtig sitzt. Deswegen benutze ich ihn immer, wenn ich weiß, dass ich meine Fänge, die ich erzielen werde, auch für die Küche verwerten möchte. Ganz einfach. Köderfisch ist drauf. Eingehängt, das Vorfach in den Wirbel und dann kann ich die Rute auch schön auslegen. Wie auch hier natürlich wieder genügt einfach ein Pendelwurf hier raus. Natürlich sinkt die ganze Geschichte viel langsamer ab als beim Grundblei. Das rasselt ja runter wie nix. Das Biru legt sich ganz langsam auf den Grund ab und hat auch noch den großen Vorteil, wenn der Untergrund mal hindernisreich ist, habe ich kaum Hänger, weil er rollt einfach. Er legt sich schon so hin, dass es passt und dann ist er schwere los und ich kriege ihn auch so wieder angelupft. Ganz feine Sache. Hier beim Ablegen der Rute habe ich hier folgendes, ist ja eine Grundrute. Ich könnte hier zwar auch das Gummibändchen einfach nur einhängen. Ich habe mich aber hier für einen Affenkletterer entschieden. Und zwar für einen ganz leichten, unbeschwerten. Und hänge die Schnur einfach hier ein. Und schon ist die ganze Sache halbwegs gestrafft. Wenn ein Zander jetzt kommt und das mit dem Fischchen abhauen möchte, zieht er die Schnur hoch. Plupp, das Teil fällt wieder zu Boden und die Schnur ist freigegeben und kann von dem offenen Rollenbügel schön abziehen. Er hat keinen Widerstand gespürt, aber ich weiß, dass er gerade davon marschiert. Bissanzeiger an. Noch ein bisschen leiser machen das Ding. So. Und dann kann es losgehen. Und jetzt machen wir uns hier ein bisschen gemütlich, hinsetzen, ein bisschen was essen und dann warten wir auf die Dämmerung und kurz vor der Dunkelheit oder ab Beginn der Dunkelheit, wenn die Zander jetzt wirklich aggressiv werden und hier vorn lang gehen und die kleinen Fischchen gegen die Steilufer treiben, so dicht unter Land, werden wir wahrscheinlich den einen oder anderen Biss bekommen. Werden wir jetzt auf die Zander warten? Ja, bekanntlich erst in der Dämmerung so richtig aktiv werden. Gibt es hier nichts Besseres. Schöne Melone aus der Schale löffeln. Perfekt. Ihr habt sicherlich schon gemerkt oder euch ist es aufgefallen, dass meine Ruten ganz einfach aufgebaut sind. Ich habe einfach Teleruten, die auch ein bisschen abgenutzt sind. Das kommt davon, dass ich die Teile schon ein paar Jahre ab. Es ist nicht wichtig, beim Ansitzangeln auf Zander meiner Meinung nach, Gerätefetischismus zu betreiben. Wichtig ist die Montage, die muss gut aufgebaut sein, leichtgängig, also schlanke Pose oder Spiro, durchlaufen muss er, das mit den Haken, mit den Anordnungen am Köderfisch, das muss passen und wo sie ausgebracht wird, wo ich die Montage anbiete. Das ist viel, viel wichtiger, als was für eine Route hier außerhalb des Wassers steht. Das interessiert den Zander überhaupt nicht, nämlich sowieso nicht. Beim Spinnfischen, keine Frage, da brauche ich solides Gerät, eine schnelle Route, einen guten Plank. Das muss hundertprozentig passen, sonst ärgere ich mich nur über Fehlbisse oder Aussteiger. Beim Ansitzangeln spielt das keine Rolle. Da kann die Route ruhig mal ein bisschen schäbig sein, weil für mich ist eine Angelrute beim Ansitzangeln Werkzeug, Arbeitsmittel, nicht mehr und nicht weniger. So, jetzt habe ich hier einen Biss auf der Grundrute, auf dem Spiro und hier läuft die Schnur schön ab. Der Affenkletterer ging ganz langsam nach oben, hat ganz langsam angezuckt und ich habe ihm dann ein bisschen geholfen, dem Zander, und habe ihn jetzt das Teil halt schon mal ausgelöst, damit er gleich die lockere Schnur bekommt. Ne? So, den Bissanzeiger kann ich ausschalten jetzt. Das Getüdel brauchen wir jetzt nicht. Und hier seht ihr wunderbar, die Schnur wickelt hier schön ab. Perfekt. Und ich gebe ihm natürlich die Schnur auch runter. Das ist ganz wichtig, denn wenn sie nämlich straff wird und irgendwo hängen bleiben sollte und nicht gleich abrollt, wunderbar, bekommt der Zander schon wieder Widerstand. Und mein ganzes Spiro auslegen und ganz fein und schwerelos und mitrollend ist dann wirkungslos, weil er dann gegen den Widerstand hier der Rolle geht. Aber so kriegt er ja gar nichts mit. So, jetzt bleibt er stehen. Und das ist für mich das Zeichen, dass er erstmal jetzt stehen bleibt und den jetzt bewältigt. Er hat jetzt erstmal Beute gemacht,
wenn Zander im Trupp unterwegs sind, man kennt das vom Spinnfischen, dann gibt es so einen knallharten Biss, weil einer halt vorströmt und ihn halt einsaugt. Und hier ist es so, einer von der Truppe packt sich das Fischchen und ihr kriegt nichts davon ab und schwimmt weg. Deswegen ist der Biss am Anfang meistens sehr, sehr rabiat, er geht sehr zügig los, wenn er einmal losläuft, wenn er einmal wirklich aufgenommen hat. Und dann bleibt er irgendwann stehen, wenn er sich in Sicherheit fühlt und schluckt das Ding erstmal ab oder bewältigt es. Und dann geht er weiter, wie er es jetzt tut. Und jetzt wäre eigentlich schon die Phase, wo ich sagen könnte, ich könnte jetzt anschlagen. Die Sonne ist gerade am Untergehen, das ist typisch. Ne? Ich habe ihn direkt vor die Kante gelegt. Jetzt zieht er weiter, der Zander. Jetzt gucke ich auf und schlag an. Jawohl, sitzt. Sitzt der Junge. Strampelt schön in der Tiefe. Er hat ihn aber kurioserweise von der Kante runtergezogen und ins Tiefe geschleppt. So weit habe ich nämlich gar nicht rausgeworfen. Jawohl, da ist er. Da ist noch gar nicht dunkel. Und da hat der Spitzbube hier sich sicher gefühlt und das Ding sich geholt. Geil. Jetzt sieht man noch, wie das Fischchen drin hängt. Am Blitzhaken. Sauber bewältigt. Das ist jetzt hier ein knappmaßiger Fisch in dem Gewässer. Und wir hoffen, dass jetzt während des Ansitzes des Weiteren heute Abend noch ein größerer kommt, den wir euch zeigen können. Aber der ist schon mal gut. Schon mal ein Anfang. Oh. Jawohl. Oh, da ruckt richtig gegen die Rute, hey. Boah, bis auf der Posenrute jetzt hier. Die ist einfach weg. Also ohne irgendwie rumzuschnürkeln. Ich habe es gesehen, so Dung, Auslöser. Und seitdem rammelt die Schnur hier runter. Dann bekommt er von mir jetzt eine hier. Okay. Genug Spaß gehabt. Schauen wir mal. Jetzt wird's ernst. Ankurbeln. Oh, da ist er rübergezogen. Aber hängt. Er hat das Fischchen an der Kante unten genommen und ist einfach, ohne die Tiefe zu verändern, am Ufer entlang geschwommen. Na du, das muss ich zumachen hier. Da kommt er. Da ist er. Oh, die andere Rute geht auch los. Ja, Affenkletterer löst aus. Unglaublich, und die Schnur läuft. Ich kann aber gerade nichts machen, weil ich hier den Zander gerade habe. Oh, ein schöner Doppelbiss. Die Sonne ist weg und die Zander kommen an die Kante. Und wenn die Köderfischchen da richtig platziert sind im Moment, dann gibt's was. Jetzt muss ich aber mal schauen, wer jetzt Priorität hat, zumindest erstmal der Fisch. Ob man den zweiten jetzt auch noch kriegen, kann ich gar nicht sagen. Kann sein, dass er loslässt, weil ich keine Schnur jetzt nachgeben kann. Aber ihr seht ja wunderbar, wie er das Fischchen reingetrommelt hat. Und der Einzelhaken hat gegriffen, der am Maul hängt. So, jetzt habe ich den so montiert. Das ist auch eine Möglichkeit, den Einzelhaken hier reinzuziehen, dass er halt im Rücken raushängt. Schlaufe hinten ums Schwänzchen drum. Tiefe passt. Da haben sie ja gerade gesehen, haben einen drauf gefangen. Und jetzt lege ich einfach die Pose, pendel ich die gleich nochmal über die Kante und lege das Fischchen dort auf Grund ab. Und dann warten wir auf den nächsten, der ein bisschen auf Krawall gebürstet ist. So, durchlaufen lassen, jetzt steht die Pose auf. Fischchen liegt am Grund, Blei schwebt. Reinlegen. Und einschalten. So, die legen wir jetzt auch nochmal neu aus, die Spiro-Geschichte. Blub. So, kleines Zwischenfazit. Es ist noch nicht mal richtig dunkel. Und wir haben schon zwei Zander gefangen. Einen auf der Spiro-Montage, einen auf der Posen-Montage, dicht unter Land. Und den dritten, der hat halt losgelassen. Das schadet aber auch nicht,
Man merkt also auf alle Fälle, dass sie da sind, dass sie wirklich aktiv auf Nahrungssuche sind, dass sie auf Jagd sind und wirklich ganz dicht unter Land hin und her ziehen, was sie am Tage überhaupt nicht machen. Und da legen wir einfach die Beute aus. Happa, happa. Und mal gucken, ob wir noch einen zu fassen bekommen jetzt. So, Ruten sind wieder ausgelegt, alles wieder scharf. Jetzt kann der nächste kommen, hoffen wir es. Und wir fischen ja hier im Stillwasser und speziell an einem aktiven Kiessee. Entlang des Rheins zum Beispiel gibt es ja überall diese Kiesabbauseen, die zum Fluss offen sind. Nicht nur am Rhein, auch an der Elbe gibt es solche Gewässer. Und die haben diese Charakteristik, dass sie wirklich ganz steil abfallende Ufer haben, weil ja da Bagger fördert und das rutscht alles so nach. Diese Sedimente, diese Kiessedimente. Und der Bagger zieht irgendwann weiter, das Ufer rutscht danach, setzt sich und dann hat man diese extrem steilen Kanten. Ich sage immer so schön, das Gewässer ist aufgebaut wie ein Eimer. Am Rand geht es runter, also ziemlich steil abfallend. Und genau auf diesen Kanten sind jetzt im Sommer, gerade jetzt ist ja gerade Sommer, diese Zeit, da ist in den ganz tiefen Schichten eben kein Sauerstoff. Und da sind die Fische auch wirklich am Rand unterwegs. Am Tag stehen sie auf alle Fälle tiefer und liegen irgendwo ab, meistens an den Knicken, an den Kanten. Und jetzt abends, auch wenn die Kleinfische aufsteigen, man kann das ja wunderbar beobachten, wie die Kleinfische oben die Ringe machen an der Oberfläche, immer erst so gegen Dämmerungs, wenn die Sonne untergeht oder dann weg ist. Dann wird auch der Zander wach. Zander ist nachtaktiv, das kann ich immer wieder sagen. Und er zieht dann wirklich ganz dicht unter Land entlang, im Trupp, und stellt diese kleine Fischschwärme. Und wenn man dann so ein kleines totes Köderfischchen, was ja genau ins Beuteschema passt, was der Zander kennt aus dem Gewässer, da eben platziert, punktgenau, und einfach zu einem Schwarm abpasst, da eben vorbeizieht, dann kann man wirklich sehr gute Fänge erzielen. Und das ist wirklich für so einen lauen Sommerabend eine ganz entspannte Geschichte, die ich auch sehr genieße, wenn ich die mal machen kann. So, ich sehe gerade, die Pose ist wieder weg, abgegangen. Nur läuft die Schnur nicht. Das ist ein bisschen komisch. Jetzt hat es geruckelt. Jetzt geht's ab. Jetzt hat er quer gegen die Rutenspitze geruckelt. Jawohl, jetzt läuft sie los. Aber nur schleppend. Ich glaube wieder. Ich habe nämlich die Pose ein bisschen nach rechts versetzt am Ufer, dass da jetzt wieder damit abgetaucht ist und einfach auf mich zuschwimmt und wieder nach links Richtung, also linksseitig abzieht jetzt vor mir vorbei. Und erst jetzt die Schnur läuft, als er an mir vorbei ist und wegzieht, ja, jetzt läuft es wieder. Aber wie? Da hat es eilig. Oder hat den Haken gemerkt, na, das Fischchen jetzt und schüttelt sich und flüchtet. Das kann auch sein, wenn er auf einmal so richtig schnell Palaver macht hier. Okay. Jawohl. Here we go. Oh, da ist ein bisschen mehr Druck drauf. Als vorhin. Schön straff neben den Zander. Dass ich ja nicht schütteln kann. Jetzt kommt er ganz gut mit. Am Anfang hat er sich ganz gut reingestemmt, aber scheint doch kein großer zu sein. Jetzt kommt die Pose. Ich habe gar kein Knicklicht drin, bemerke ich gerade. Und zack, da ist er. Ein kleiner, aber es funktioniert. Und es funktioniert besser, als ich dachte. Da ist er. Ausgelöst. Oh, der nächste Biss. In der Dämmerung. Ja, er läuft. Er nimmt's mit. Wunderbar. Okay. Sehr schön. Okay. Bügel zu. Und nicht zu sehr straff werden lassen erst. Sonst kann er ja das Teil wieder ausspucken, falls Widerstand kommt. Sondern wirklich, wenn ihr den Bügel geschlossen habt und es wird straff, aufkurbeln und anschlagen. Hängt. Jawohl.
jetzt bockt er. Da kommt er. Ja. Jawohl. Da ist er. Noch nicht richtig dunkel. Und ich habe jetzt mal die Ruten, also die Köderfische, ein bisschen weiter dichter an Land geholt, also nur noch ganz knapp rausgependelt. Und umso dunkler das jetzt wird im Sommer, desto näher kommt die Zander wirklich ans Ufer. Schöner. Gut. So, es ist jetzt fast dunkel. Wir haben jetzt 4 Zander gefangen, einen Filbis gehabt. Es lief wirklich sensationell gut. Und jetzt würde ich sagen, das reicht. Wir haben ja gesehen, wie es funktioniert, und ich hoffe, ihr konntet euch da was mitnehmen. Wir packen jetzt zusammen. Was wichtig war, nochmal in aller Kürze, Spirulino, leichte Montage auf Grund, da eben durchläuft, ne, den Zander halt den Köderfisch mitnehmen kann, und falls er mal quer abzieht oder nicht geradlinig weg, dass der Spiro einfach dem rollend dem Zug des Zanders folgt. Lange Vorfächer benutze ich, ungefähr, also sagen wir mal 80 cm bis 1 Meter lang. Das hat den Vorteil, gerade beim Posenangeln, ich lote ja so aus, dass ungefähr die Hälfte des Vorfachs auf dem Grund liegt. Das heißt, der Zander hat erstmal genug Anlauf mit dem Fischchen, bevor er dann in den Widerstand der Pose geht. Das ist eigentlich alles. Das mag ich beim Aalangeln auch sehr gern. Und umso dunkler das wird, desto dichter am Land könnt ihr fischen. Wenn es noch hell ist, fischt ihr ein bisschen tiefer vor der Kante. Wenn es jetzt dunkel wird, und es jetzt fast Nacht ist, könnt ihr wirklich einstellen, 1,50 Meter, je nach Wassertrübe 2 Meter. Aber ich würde sagen, wenn es so zwischen 2 und 3 Metern bleibt, macht ihr eigentlich nichts verkehrt. Da habt ihr ein gutes Mittel gefunden. Aber wenn es hell ist, tiefer fischen. Umso dunkler es wird, umso näher kommen die Zander dann auch ran ans Ufer, wenn es steil abfällt vor unseren Füßen, wie es hier der Fall ist. Und ich hoffe, ihr könnt euch was mitnehmen. Und ich wünsche ein dickes Petri Heil für die Zukunft, wenn ihr am Wasser seid. Und wir sehen uns. Nicht, dass ich jetzt nicht aufkriege. Das war der Kamera. Da hältst du jetzt drauf, ne? Das war klar. Guckt euch mal den Hähnel an, da kriegt ihr mal die Melone auf hier. Oh. Na, perfekt.